Das ist immer das Problem, wenn sich die Filter einschalten im Kopf. Man ist so in einem Redefluss und erklärt was. Und in dem Moment, wo ich sage, ich schalte mal die Aufzeichnung ein, da können wir welche andere Geistesfunken partizipieren lassen, die uns dann als Brösel ausdenken, was ja immer sich in einem einzigen Geist abspielt. Dann schalten sich schon wieder Filter ein und es ist alles weg. Genau. Geschichte kurz vorher, bevor ich jetzt die Aufzeichnung eingeschalten habe, ist aus dem Holger-Programm extrem Inspiriertes herausgeflossen. Darum habe ich gesagt, da können wir andere Geistesfunken partizipieren lassen. Und jetzt, wo ich sage, ich schalte die Aufnahme ein, klatsch, schalten sich die Filter ein, kommt nichts mehr. Ja, mach, du nimmst jetzt den Faden auf, ich krieg's nicht mehr hin. Also, es hat mich weggeflasht. Dieses Selbstgespräch gestern war für mich das beste Selbstgespräch aller Zeiten. Angefangen die ersten 4 Minuten mit den einfachen Sätzen, Hammereinschläge, dann der gigantische Mittelteil, wie bei Otto, wie war das nochmal im Mittelteil? Also, diese Zahlen waren einfach, ich bin sowieso ein Zahlentyp. Und am Ende wieder die einfachen Sätze so die Kurve gekriegt. Für mich das beste Selbstgespräch aller Zeiten. Das hängt immer von der Reife ab. Ja. Das ist immer die Schwierigkeit, es baut aufeinander auf und ich kann nur sagen, dass dieselben Sätze eine ganz andere Wertigkeit bekommen, wenn dein Geist wächst. Und jetzt wichtig ist, der Geist ist nicht intellektuelles Wissen. Es ist Bewusstsein. Das heißt, umso mehr sich die Filter auflösen, bist du wieder in der Lage, den Sinn eines einfachen deutschen Satzes zu verstehen. Und solange der zweite in dir wirkt, dieses massive Wissen, diese dogmatische, angebliche Gewissheit, die man sich selber einredet, dass irgendwas vom Hörensagen Gekanntes bewiesen ist, das ist das große Problem. Es gibt nichts zu diskutieren. Solange einer diskutieren will, ist es ein Kampf um einen Standpunkt. Es gibt aber viele Sätze, wo ich dann immer ganz betont dazu sage, Punkt. Zum Beispiel, solange ich an etwas nicht denke, existiert das für mich nicht. Punkt. Der Glaube, dass das unabhängig von mir da außen existiert, auch wenn ich nicht dran denke, hat mit 100% sicher nichts zu tun. Das ist blinder, dogmatischer, materialistischer Glaube. Das wäre der erste Schritt in die absolute Freiheit. Und Ich unter kann. dem materialistischen Glauben, ich muss es anders ausdrücken, zum materialistischen Glauben gehört auch jegliche Form von Religion, weil Materialismus definiert sich durch raumzeitliches Denken. Was meine ich mit raumzeitlichem Denken? Das ist wie die Raumzeit bei Einstein. Einstein hat eigentlich, ist der Begründer des Materialismus diesbezüglich, was die Raumzeit anbelangt. Und ich habe in alten Selbstgesprächen, in Büchern darauf hingewiesen, dass Einstein ja zweimalig auftaucht. Es ist einmal die spezielle Relativitätstheorie, die definieren wir mit 1905 in den Geschichtsbüchern. Und dann hier, fast 10 Jahre später, die allgemeine Relativitätstheorie. Weil ich im 8. Band so sein, sehr populärwissenschaftlich darauf hinweist, dass eigentlich diese spezielle Relativitätstheorie schon beweist, dass ich außerhalb meines Kopfes überhaupt nichts befinden kann. Die definiert die absolute Gleichzeitigkeit von allem, was passiert. Das ewige Hier und Jetzt. Und wenn ich immer sage, wenn wir in der Transversalen denken, die Transversale, Licht ist eine Transversalwelle. Longitudinalwellen sind raumzeitliche Wellen, die eigentlich genau keine raumzeitliche Wellen sind. Und jetzt ist ohne Grundlagen der Physik, ich sage, Physik ist auch eine Religion, die genauso wichtig ist wie jede andere Religion. Denk an meine simplen Beispiele in den Offenbarungsbüchern, wenn man wirklich einmal hier, ich sage mal, das Gros davon zumindest einmal überflogen hat, was der normale Mensch Lesen nennt. Das sieht man jetzt in dem letzten Selbstgespräch, wenn ich einmal mich mit Zahlen beschäftige. Ich sage immer wieder, wie intensiv bist du schon in der Lage, dich mit einem allereinzigen Wort auseinanderzusetzen? Weil was du aus dem Wort machst, sind ja deine Gedanken. Ja, genau. Kann ich was auseinandersetzen, ohne dass es sich voneinander entfernt? Das ist doch bei jedem Gedanken der Fall. Bei jedem Gedanken, den du denkst, hast du mal der Gedanke als Ding an sich ist hier und jetzt eine Information.
Ich sage es oft, es sind erst in den meisten Fällen deines normalen Denkens, sind es nur Worte. Und die Worte, die du denkst, machst du in dem normalen Gedankenfluss gar nicht zu Vorstellungen. Du kannst aus vielen Worten Bilder machen, magst du aber nicht. Das ist schon die rudimentärste Form von Chatdenken, diesen Kollektivdenken. Das sind Kreationen. Kreatio heißt eine Wahl, eine Auswahl. Was übrigens genau genommen gespiegelt Selektion auch heißt. Ich habe eine Auswahl, das ist die 8 des Chat, und ich wähle aus dieser Kollektion, aus der 8, etwas heraus. Ich sage immer ein Butzelstück. Und das, was ich auswähle, ist automatisch wieder eine neue Kollektion. Selektion, ja. Kollektion, ja. Selektion, Kollektion. Genau. Mhm. Dann zoome ich mich eigentlich in eine Struktur hinein. Mhm. Ich kann den Computer sagen, ich öffne eine Datei, die lade ich im Arbeitsspeicher, dann sehe ich die ja noch nicht. Das ist das dann mal eine gewisse Art von Handlung. Mir ist ein ganz einfacher Textdokument. Und dann öffne ich dieses Textdokument, aber das Textdokument als Ganzes kann ich ja nicht sehen, sondern bloß immer Seite davon. Ja, stimmt. Habe ich dann die Seite auf dem Bildschirm, ist noch kein Geräusch in meinem Kopf. Da muss ich aus diesen Wörtern, die ich auf dem Bildschirm habe, muss ich ein Wort auswählen und erst dann kann ich ja Geräusch draus machen. Da haben wir übrigens auch eine gewisse Hierarchie jetzt. Das heißt, die Bilder stehen vor den Geräuschen, wenn ich das so sehe. In dem Fall, die ja. Die Bilder der Worte stehen vor den Geräuschen. Ja. Aber da ich die Seiten austauschen kann, haben wir jetzt dieses Spiel zwischen reinem geistigen Denken. Beilet IR heißt ja im Kind erweckt. Aber was wird jetzt zuerst erweckt? Die Worte oder die Bilder? Wenn du auf deinem feinstofflichen Monitor in der Gedankenwelt bist, heißt es, im Anfang war das Wort. Genau, es sind nur Worte. Und daraus kannst du dann Gedankenbilder machen. Wenn du jetzt in die sinnlich wahrgenommene Information dich reindenkst, sind ja genauso Informationen. Ja. Ich sage immer auf der VR-Brille, da heißt es dann im Anfang sind die Bilder. Die Bilder, genau. Weil du siehst Bilder und du sagst, das ist ein Haus, das ist ein Baum, was natürlich schon wieder, dieser Begriff Haus ist ein Riesenchat. Du sagst zu jedem Haus, das ist ein Haus, aber jedes Haus sieht anders aus. Du wirst merken, du hast immer eine ganz exakte Spiegelung. Das heißt, ich kann aus verschiedenen Bildern das mit demselben Wort bezeichnen. Ich kann aber aus demselben Wort, ich sage jetzt nur Krebs, verschiedene Vorstellungen, verschiedene Bilder machen. Ja. Das sind vier Spiegelungen. Ja, genau. Ja, bin dabei. Und ich habe so viele kleine kindgerechte Beispiele, wo du keinen Intellekt, ich sage mal, der Intellekt eines 13-Jährigen, ich nehme immer absolut gern dieses jetzt normal raumzeitliche Entwicklung eines 13-jährigen Kindes, ist normalerweise so die Abschlusszeit der normalen Hauptschule oder Volksschule, wie man das nennt. Und dieser Intellekt reicht vollkommen aus, meinen Gedankengängen zu folgen. Übrigens auch, was wir hier in der Holo-Arithmetik machen, wo ich sage, das wenn jetzt ganz normal einer rechnen lernt, ich habe keine höhere Rechenarten, das lasse ich alles weg, Funktionen und so weiter spreche ich zwar an, aber lasse ich weg, es ist immer plus, plus, minus, geteilt durch. Ja, ja, stimmt, das kann ich so dieses, man müsste nur neugierig sein. Die wirkliche Wissenserweiterung entsteht durch Neugier. Alles, was du lernst, weil du eine Prüfung bestehen willst, obwohl dich das eigentlich ankotzt. Das ist überhaupt kein Lernen. Das ist alles nur Lernen 2 oder Lernen 1. Das ist Programmieren. Ja, ja, ja. Ich sage, Lernen 3 beginnt, wenn du aus dem tiefsten Innern ein tiefes in der Esse hast, dann irgendetwas, etwas zu erfahren und du erforschst es selbst. Aber das ist alles jetzt sekundär, weil wir immer noch in einer gewissen, ich nenne das einmal eine philosophische Spielerei bleiben. Holo-Feeling ist elementar. Es ist eine absolute Totalverwandlung. Es passiert mit Holo-Feeling das, was mit einer Raube passiert, wenn sie zum Spinnen anfängt. Und sagen ja viele Holo-Feeling, die Holo-Feeling machen, sind alles Spinner. Stimmt. Ich sage jetzt ein schönes Wort dazu. Sag Gott sei Dank. Selig die Verrückten, Gott sei Dank. Es ist nämlich die Verwandlung vom Trockennasenaffen zu einem ewig bewussten Geist. Zu einem ewig lebenden, bewussten Geist.
Dir muss eins klar sein, in dem Moment, wo dir Geist, der du mich jetzt sprechen hörst, deine Unsterblichkeit bewusst wird, und zwar hundertprozentig sicher. Das ist das Einfachste in der Welt, ist hundertprozentig sicher zu überprüfen. Ich frage dich immer bloß ganz schlichtweg und einfach, an was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Kannst du dich selbst denken oder kannst du dir bloß irgendwas Bestimmtes vorstellen und sagen, das bin ich? Ich kann mir nur Aber etwas du bist vorstellen. doch die anderen Gedanken genauso. Ja. Das bedeutet Holophily. Du bist jeder deiner Gedanken, das Meer, der, der immer ist, das Meer ist all seine Wellen, aber nicht irgendeine bestimmte Welle davon, wo es sagt, das bin ich und die anderen Wellen bin ich nicht. Wie oft habe ich den Satz schon gesagt? Solltest du mal dich reinzoomen, das habe ich vor 20 Jahren schon gesagt. Das ist wieder so ein einfacher Satz. Das Wissen, das du in dir trägst, ist ein unendliches Filter der absoluten Verdummung. Und es ist jetzt wurscht, ob du ein religiöses Wissen in dir trägst, ob du fanatischer Katholik bist oder fanatischer Christ oder Protestant oder fanatischer Atheist, der sagt, die religiösen Menschen sind doch sowieso alle Spinner. In Ich bin du im ersten Band heißt es, wenn du genau dein Wissen einmal analysierst in deiner ausgedachten Welt, dann wirst du feststellen, es gibt nur eine allereinzige Weltreligion in deiner Traumwelt. Es gibt nur eine Weltreligion und das ist der Materialismus. Egal welcher, ich sage normalen Religion nur angehörst, das Hauptproblem des Materialisten, du bist felsenfest davon überzeugt, dass es eine Vergangenheit gibt und dass die Welt auch dann da außen ist, wenn du nicht dran denkst und dass das, was du jetzt in die Vergangenheit denkst, schon da war, bevor du es denkst. Ja. Das gilt für jeden Katholiken, für jeden Christen, für jeden Moslem. Jeder glaubt, dass er von seiner Mutter geboren ist und dass er sterbliche Säugetier ist. Das ist Materialismus. Und das kann ich das nicht gibt nachprüfen. Alle Religionen. Das ist übrigens, was ich jetzt sage, hundertprozentig sicher, sofort überprüft worden. Wenn du jetzt diskutieren willst, ist der Zweite noch übermächtig in dir. Und immer dran denken, ich erzähle es denen, der sich jetzt dieses Gespräch anhört. Ja. Das sind so einfache Sätze, die ich vor 30 Jahren schon gesagt habe. Ich sage jetzt zurückgeblättert. Ich erwähne immer wieder, das muss ich nur dazu sagen, ich bleibe gern in diesem chronologischen Ausdrucksweise, wobei ich immer wieder darauf hinweise, die Grammatik in der Sprache erzeugt das Gefühl von Vergangenheit. Ich spreche jetzt, ich habe gesprochen, ich werde sprechen. Jedes Geräusch, das du jetzt hörst, taucht jetzt auf. Und in der Transversalen, wo ich sage, diese Hierarchie des Aufbauen, immer dran denken, unser Spiegeltunnel. Vergangenheit, Zukunft, klappen wir zusammen in einem Punkt. So funktioniert es aber nicht. Das ist ja immer im Hier und Jetzt, wo ich die schöne Sache sage, wenn ich sage, dieser Punkt, wir haben diese Longitudinal. X-Achse, die Longitudinalachse ist Vergangenheit und Zukunft. Die drehen wir um 90 Grad. Dann kriegen wir die Transversale, dann haben wir immer noch alles jetzt. Der Unterschied ist, ich denke mir was in die Vergangenheit, ich denke mir was in die Zukunft. Was ich denke, denke ich jetzt. Jetzt habe ich aber immer nur, wenn wir es drehen, eine Achse, ich rechne mir hoch, was morgen sein wird und ich hole das aus mir, aus vergangenen Wissen, befindet sich das drunter und ich stelle mir was vor in die Zukunft. Habe ich mir was vor? Ich kann immer nicht oft genug sagen, es ist doch vollkommen gleichgültig und das macht jetzt die Raumzeit aus. Ob ich mir räumlich oder zeitlich woanders was hindenke. Ich denke es jetzt. Aber ich sage jetzt, das ist hier von hier 500 Kilometer weg oder das war vor 500 Jahren. Du meinst, Raum und Zeit ist diesbezüglich eigentlich, ich sage, dasselbe. Ja. Es ist ein Fenster, das ich aufspanne, eine SDR-Ecke, die ich aufspanne. Und die Vorstellung, die ich habe, befindet sich auch im feinstofflichen Bereich in einem gewissen Maß immer in meinem optischen Horizont. Jetzt könnte ich wieder die Sprache mit einführen. Ich nehme eine Ecke, das symbolisiert unsere VR-Brille, das mit einem Nick, da müssen wir die Mutation lesen, weil die Tiefe gibt es ja nicht im Glas. Im Spiegel gibt es ja keine Tiefe. Wir haben ja nur Breite, eine Breite, das heißt im Spiegel, sind Spiegelungen. Die Spiegelungen breit ist hoch. Das sagen wir Höhe. Haha. Höhe. Und das, was wir jetzt Tiefe oder Länge nehmen, ist eigentlich gar nicht vorhanden, wenn du eine VR-Brille auf hast. Also sagen wir, die ersten zwei
wenn wir aus einer Fläche zwei machen, ohne einen Unterschied zu machen, machen wir ganz, ich mache es mal so, eine Fläche machen wir einfach in den Knick rein. Mhm. Jetzt ist es immer noch dieselbe Fläche, aber durch den Knick, durch die Ecke, wird es zwei, zusammenhängend eins. Ich nehme eine Ecke und ich esse die Ecke und dann wird es eine Strecke. Ich nehme eine Ecke, ich strecke die Ecke. Mhm. SDR heißt das doch mal das Geheimnis. Ja. Und dann wird es ein SD-Ecken, ein Stecken. Das ist so tief, so unendlich tief, dass du merkst, die Sprache, jetzt wenn wir Zorn einsetzen, was dich wundern, passiert das nächste Wunder. Dann nehme ich diesen Stecken, das ist ja nur einer. Jetzt habe ich natürlich einen Hintergrund. Ich kann mir ein Stecken, ein Strich, SDR ich, ein geheimnisvolles Ich, ich kann das auch Strich nennen. Ich nehme diesen Stecken, esse die Ecken und denke mir an diesen Stecken eine Seite. Mhm. Denke jetzt an die Seite in einem Bogen von einem Violinbogen. Interessant, wieso heißt das eigentlich ein Violinbogen? Weil das ein Stecken ist mit einer Seite dran. Ob ich das jetzt mit A oder E, das können wir austauschen, wir wissen das. Mhm. Und jetzt nehme ich diese Seite in der Mitte und mache aus dieser einen Seite eine Ecke und dann wird aus dem Stecken ein Bogen. Ein Bogen, genau. Und das führe ich jetzt hier zum stochastischen Denken. Mhm, der Pfeil, den man abschießen kann. Und jetzt ist natürlich, dass dieser Pfeil, wenn du dieses Wort anschaust, wenn du das hebräische Wort dafür raussuchst, und du setzt dann zwischen die zwei Hauptkonsonanten vom Pfeil. Schau einfach mal nach, was Pfeil heißt auf Hebräisch. Und dann setzt du zwischen die zwei Hauptkonsonanten entweder ein J und ein Waff. Ich sage, du kannst da immer bei zwei so Hauptkonsonanten ein J und ein Waff dazwischen setzen. Das ändert nicht viel. Und dann lass dich ja mal überraschen, was dann passiert. Dann landest du nämlich im Außerhalb. Aha. Und das Außerhalb ist der Bogen selber. Das ist dein Gesichtsfeld, das sich vor dir aufspannt. Und du sitzt dann im Zentrum, in dieser Ecke, in der Mitte und gehst von dieser Ecke raus und machst in dem Gesichtsfeld dann deine Perspektiven. Also deine, wenn ich es immer so mache, deine Selektionen. Das geht schon los in der Sphäre der Erdkugel. Ich habe das so oft gesagt. Die klassische Geometrie schreibt vor, wenn wir jetzt uns hier definitiv der Erdkugel denken, ich sage immer das schöne Beispiel, du suchst in der Astrologie dir ein Rotix-Horoskop raus oder die Geodaten, nennen wir es ganz einfach die Geodaten. Da fällt uns natürlich noch die Zeit, bei der Rodix-Horoskop kommt dann noch das Geburtsdatum und die Uhrzeit dazu. Das ist ja, bleibt sich gleich, es wird dann bloß genauer. Wir bleiben mal in den Geodaten, dann gibst du einfach nur Längen und Breitengrade ein. Mhm. Aber die zwei Angaben für die Längen und die Breitengabe, die dich dann auf irgendeinem Punkt auf diese ausgedachte Erdkugel finden, die du dir jetzt ausdenkst, du bist die Mitte. In dem Moment bist du die Mitte deiner Erde, deines erweckten Wissens. Und du denkst jetzt durch diese Geodaten irgendwo eine Sache, denkst um dich herum eine Erdkugel, wenn du jetzt einen Schritt höher bist und sagst, da wurde ich geboren oder da bin ich jetzt. Aber mit zwei Angaben hast du erst die Richtung. Ja. Stillschweigen diesen halben Erddurchmesser. Mhm. Der wird eigentlich datentechnisch komplett unterschlagen, weil der ist jetzt in einem gewissen Maße Axiom. Genau. Das ist was Feststehendes, das ist im Hintergrund, ist das ein Wissen, das bewiesen ist, das Axiom, nochmal, ist einfach nur ein Wissen, das als allgemein gültig anerkannt wird, obwohl man es nicht beweisen kann. Das Axiom, dass du ein sterbliches Säugetier bist, ist auch ein Axiom. Ein Axioma heißt ja eigentlich, es ist würdig, wenn man das jetzt ursprachlich sieht, jetzt rein in der Etymologie, es ist würdig, geglaubt zu werden, auch wenn man es nicht beweisen kann. Weil es ja durchaus einsichtig ist. Also es wäre eigentlich dumm, das zu bezweifeln. Ja, aber es ist nur eine Annahme. Alles an Naturwissenschaft und Religion baut auf Axiomen auf. An Glaubenssätze, die in keinster Weise überprüft werden können, aber da sie für allgemein logisch anerkannt werden, wäre es eigentlich dumm, das zu bezweifeln. Und genau das ist die Dummheit. Ja, genau das ist die Dummheit. Ja. Wie ich immer wieder sage, der sogenannte gesunde Menschenverstand
ist die Bezeichnung für ein logisches System, das so unendlich geistlos ist, so geistlos wie jedes Computerprogramm. Dein zum Denken benutzter Intellekt ist nichts anderes, ich sage mal zu 99% schlichtweg und einfach Axiome, die dir logisch erscheinen und du sie deshalb mit deiner Logik nicht mehr in Frage stellst, weil ja alles, was du in Frage stellst, die ganz klar durch deine Logik als richtig und verkehrt definiert wird. Du hängst in der großen Falle der Kategorie 2 Fragen. Ja, ganz genau. Genau so ist es. Genau so ist das. Ja, ich sage, Holofeeling ist hundertprozentig sicher. Und jetzt ist das, was man gesunden Menschenverstand nennt, ist eigentlich die Krankheit. Wir spiegeln wieder, merkst du das? Ja, wieder. Ja, du genau. Hast so einen schönen Satz, wo es heißt, dass alle logischen Denker alles Mögliche in Frage stellen, was ihnen unlogisch erscheint. Das wird ja dann gar nicht mehr in Frage gestellt, weil das geht ja nicht. Es ist ja vollkommen, wie kann man nicht behaupten, dass man ein Quadrat mit 3 Strichen zeichnen kann? Das ist das Musterbeispiel für dieses Art von Denken deiner Elite und deiner Menschheit. Schon der Versuch, ein Quadrat mit 3 Strichen zu zeichnen, muss doch zwangsläufig scheitern, weil das unmöglich ist. Ich brauche doch, um ein Quadrat zu zeichnen, 4 Striche. Natürlich hat er recht, aber das bezweifelt ja keiner. Diesen Filter selber, und dann kommt in, ich bin nur ein wunderschöner Satz, der eigene Glaube, setze für Glaube einfach Logik, ja. Der scheint offensichtlich so heilig, dass es reine Blasphemie ist, wenn man die eigene Logik in Frage stellt. Aber genau ja. Das ist der springende Punkt. Ja, genau. Wenn du einmal nach Fehlern in deiner Logik suchst, und das ist das, wo ich sage, ich zeige dir in deinen Physikbüchern, wenn du raumzeitlich denkst, auf jeder, nahezu jeder Seite, so eklatante Fehler innerhalb dieses Konstruktes, dass es gar nicht so sein gewesen sein kann, setze ich jetzt meine Vorstellung von Vergangenheit voraus. Es kann ein Mendeleev überhaupt kein Periodensystem entdeckt haben. Da gibt es nichts zu entdecken. Oder von Humboldt die Wassermoleküle. Da gibt es nichts zu entdecken. Und ein Kopernikus kann überhaupt nicht diese heliozentrische Sache entdeckt haben. Wo es dann schon präziser wird, ist hier bei Hertz. Weil er sagt definitiv, er hat die elektromagnetische Strahlung. Die kann man auch nicht entdecken. Er hat die anhand von Berechnungen entdeckt. Und da habe ich meine einfachen Beispiele. Das ist das Trügerischste, was es gibt. Erinnere dich an mein Beispiel, sag, wir setzen jetzt einfach mal Ziffern als Elementarteilchen. Wir gehen nochmal vom Planck weg, sondern in die Quantenmechanik, was in CERN passiert. Mhm. Was ja schon wieder interessant ist, da steht eigentlich schon wieder das Wort kann. Nomen ja. Ist Omen. Ja. Was passiert denn da eigentlich? Das ist dieses ganze Gespiel, wo die einfach nur rechnen und sich immer mehr verkomplizieren. Das ist auch Gödels Unvollständigkeitssatz. Diese Sätze, dass es ja verschieden große Unendlichkeiten gibt, ah, ja. Ist logisch, das kann ich nachdenken. Das ist Hirnwichse. Da hätte man wirklich Besseres zu tun. Auf dieses Wissen stolz zu sein, sich immer mehr zu zerdenken und sich dann gescheit vorzukommen, anstatt sich Gedanken machen, was ist der Ursprung fürs Denken? Wo kommt das Denken eigentlich her? Ja, ja. Die Naturwissenschaft ist der Weg in die Vielheit gewesen. Mhm. Mein ganz am Anfang von Ich bin, durch die ersten Seiten, wo ich sage, der naturwissenschaftliche Weg. Wir haben einen Gedanken, ich nenne es einfach mal ein Bild. Und dieses Bild besteht aus vielen Putzelstücken. Und jetzt nehmen wir aus diesem Komplex, nehmen wir ein Stückchen heraus. Wir sagen jetzt ein Fachgebiet, Medizin. Es gibt ja verschiedene verschiedene Fachgebiete davor. Mhm. Und dann nehme ich eins raus und dann nehme ich das, wie wenn ich ein Puzzlestück nehme. Und in dem Moment, wo ich mich jetzt konzentriere auf dieses Puzzlestück, sind da wieder Einzelteile. Und dann nehme ich wieder Einzelteile raus. Und dann wird dieses selektierte Stück wieder zu. Das ist immer unser Prinzip des Denkens. Ich denke an eine Stadt, ich denke an eine Straße, ich denke an ein Haus, ich denke an ein Zimmer, ich schaue in eine Schublade rein. Das sind immer Untersysteme. Kollektion, Selektion, Kollektion, Selektion, Kollektion, Selektion. Mhm. Das ist der Weg der Naturwissenschaft. Mhm. Es verzweigt sich in Einzelteile, wo alle anderen Möglichkeiten für den Denker wegfallen. Wenn du dich auf ein allereinziges Fachgebiet fokussierst, sind so viele Fachgebiete, die vom Tisch sind.
Auch das, ja, genau. Mir kommt so spontan rein, dass ich sage, wenn du bloß von der Quantität des Wissens sprichst, von der Quantität des Wissens, und ich sage jetzt mal ganz grob, bitte den Gedanken mitgehen, ein altes Beispiel von mir, dass ich jetzt einen 45-Jährigen nehme und mir nehme jetzt einen 45-Jährigen Professor Dr. Doktor mit zwei Doktortiteln, hochstudiert in einem Fachgebiet oder zwei Fachgebieten fokussiert, und mir nehme einen Hartz-IVler, einen 45-Jährigen, der seit 15 Jahren oder 10 Jahren schon auf Hartz IV ist, wenn es da Hartz IV schon gegeben hat oder arbeitslos ist. Wer von beiden hat mehr Wissen? Beide das Gleiche. Wird man spontan zuerst einmal sagen, der hochstudierte Mensch, ich rede von der Quantität. Ja, Qualität ja, definiert sich, das ist eine Kritik, Qualität zu definieren, ist immer ein Vergleich mit einem einseitigen Ideal. Wir reden von der Quantität. Ja, ich sage, was der eine dir aus seinen Fachgebieten erzählen kann, kann der andere dir für gleich alle Fußballergebnisse sagen, weil er von morgens bis abends bloß Fernsehen glotzt oder was in Fernsehserien alles passiert, wo der andere überhaupt keine Ahnung davon hat. Wissen ist Wissen. Ja, genau. Das ist einmal das Erste, was einem klar werden muss. Der Mystiker geht einen anderen Weg. Der hat ein Bild und fragt, wo kommt es her? Und dann wird er feststellen, dass dieses Bild, das er jetzt vor sich hat, eine kleine Facette von einem größeren Bild ist. Und dieses Bild wiederum ist wieder eine Facette von einem noch größeren Bild. Dann haben wir gesagt hier, das sind zwei Bewegungsrichtungen, die eigentlich wie Plus und Minus, bei Plus und Minus gespiegelt, sieht man das nicht so. Aber wie sieht es dann aus, wenn ich sage, wie Multiplikation und Division gegenüberstehen? Das eine führt dich in das unendlich Große und das andere in das unendlich Kleine. Ja. Aber unendlich groß, das allergrößte Unendliche, ist im Prinzip nichts. Nichts und alles ist dasselbe. Beides sind undenkbare Sachen. Und dieses absolut Undenkbare, jetzt kommt das Verrückte, das bist du selbst. Das ist nämlich das hier. Ja. Wenn man das jetzt als Bewegung ins unendlich Kleine und ins unendlich Große, du stehst im Mittelpunkt zwischen unendlich Klein und unendlich Groß, und da die zwei, jetzt wir uns als Kreis, wenn wir hier diese Ebene biegen, G-Reihe-S, wenn du ein G-Reihe-S geworden bist, haben wir es dann wird es das Zentrum, weil alles andere ist nur Peripherie. Ja. Es ist sehr simpel und es ist hundertprozentig sicher, sofort überprüfbar. Ich versuche, etwas zu erklären, was mit jedem Wort, das ich spreche, zerstört wird. Das nicht. Weil sobald du was sprichst, ist ja was da. Genau. Ein Etwas. Aber was ist ein Etwas? Jetzt muss ich wissen, Et 70, 400 hast Zeit. Ja. Blau gelesen ist es Idee 70, 400, eine augenblickliche Erscheinung. Jetzt sind wir wieder, dass Zeit, die Ewigkeit, nicht irgendwas Ausgedehntes ist, sondern eigentlich ist Zeit ein Punkt, ein Zeitpunkt. Zeitpunkt. Man nennt es auch ein Moment. Wenn ich das Elef Nun Dalet schreibe, ich sage jetzt extra Elef Nun Dalet, dann heißt es ein Auf- und Abschwingen. Wenn man es korrekt übersetzt. Die ND, die existierende Öffnung, ist nämlich als erstes in den Wörterbüchern ein Damm, das habe ich oft gezeigt. Die geöffnete Schöpfung ist MM. Damm, da steht Damm, MM. Ja. Und das ist jetzt ganz, ganz interessant. Was passiert in einem Damm? Warte mal, ich mache mal ganz kurz das Bild hier. Das ist jetzt auch so eine Sache, Holger. Das ist so oft die. Jetzt übertragen wir das Bild mal schnell. Siehst du das? Noch nicht, jetzt. Die existierende Öffnung. Ja. Das ist ein Damm. Das ist jetzt das, was in Wörterbüchern steht. Da steht schon, die geöffnete Schöpfung ist MM. Von aufgetürmtem Wasser auf dem Geist ist die Tür öffnen. Immer das deutsche Wort Tür ist ja Dalet auf Hebräisch. Ja. Das deutsche wieder Tür heißt eine Reihe. Gespiegelt aufgespannte Berechnungen. MT von Tod. Tod, Gestalt gewordenen Erscheinungen.
MT ist tot, hebraisiert. Okay. So viele Existenzen von Wasser. Konntest du folgen? Ja, ja. Auf, da kommen auch der Schöpfer UP, ist Geist. Und jetzt haben wir die Reihe DUR. Haben wir übrigens zwei Möglichkeiten zu schreiben, bleibt sich nämlich gleich, kann man mit TAF und T schreiben. Das ist die Tür, die sich öffnet von Gestalt gewordenen Erscheinungen. MD sind aber die Toten. Tod lateinisch, so viele Existenzen. Und das ist auch ein Haufen zu wissen, dass die Welle, und jetzt kommen wir schon wieder in die Physik, Gall, die Welle heißt nämlich auch eine Haufen. Das ist das Teilchenwellenphänomen der Physik. Habe ich nicht gesagt, dass alles, komplett alles, was ich dir erkläre, in den Physikbüchern da mit drin ist. Ja. Was jetzt übrigens ganz nebenbei, 33, die Welle haben wir Gack, was das Dach ist, wenn wir es 3-3 lesen. Und diese 33, die Welle hat im Pyramidenwert 36. Das ist eigentlich, da steckt die 360 Grad hier von der Kreisformel schon mit drin. Ja. Wo ich dann wieder sage, die Kreisformel und die Einstein-Formel ist eigentlich dieselbe Formel. Da muss man die Mutation lesen, da wird das erklärt. Da mache ich ja dann Folgendes, dass ich in diesen reinen klassischen Formeln, der Kreisformel und der Einstein-Formel, bloß wieder die Zahlenwerte einsetze und du merkst plötzlich, du kannst das rechnen. Ja. Wenn du dich erinnerst. Ja, ja, das habe ich ganz gut jetzt drauf. Jetzt ist es dasselbe DM, diese existierende Öffnung. Heißt schwanken, sich bewegen, sich hin und her bewegen, wanken. Jeder Moment, ich gehe da wieder zurück, wir wollen da jetzt nicht so viel, weil das ist auf sich selbst gespräch. Jeder Mom, das sind die 2 mm. Und die geöffnete Schöpfung ist das hier. Das sind Formeln, das sind die Form Gottes. Formel. Ja. Die Formeln Gottes entstehen durch Formeln. Es ist ein Computerprogramm. Du lebst zurzeit als selbst ausgedachter Brösel in einer Matrix und das Grundprogramm ist zuerst einmal den Intellekt, den du zum Denken benutzt. Du bist der Computer und du hast diesen Intellekt bekommen, mit dem du zurzeit eine Traumwelt aufbaust. Aber du bist der Geist, der träumt. Und du darfst dir beim träumenden Geist jetzt nicht den Trockennasenaffen vorstellen, der da liegt und sein Bewusstsein verloren hat, weil der ja auch was Ausgedachtes ist. Ja. Und ob du wach werden willst, das ist jetzt kommt deine Freiheit. Die Freiheit beginnt, indem du zuerst einmal erkennst, dass du als der du jetzt zu sein glaubst, dieser ausgedachte Brösel, dass der überhaupt keine Freiheit hat. Ja. Und mit dieser Erkenntnis der absoluten Unfreiheit entsteht im selben Moment das Gegenteil, eine absolute Freiheit. Die besteht nämlich darin, dass du plötzlich weißt, ich kann ja eigentlich gar nichts verkehrt machen als Brösel, weil das ja sowieso ein Dasein müssen ist. Das ist, dass ich sage, als Schauspieler spielst du einfach deine Rolle weiter. Egal, was du für eine Rolle spielst. Weil dort im Hintergrund eine Verwandlung ist, dass du erkennst, das bin ich ja gar nicht. Ja. Das spiele ich ja zurzeit nur. Ja, ich weiß, was du meinst, aber es ist so schwer. Was die Schwierigkeit dabei ist, inwieweit ist der Zweite noch in dir mächtig? Ja, genau, das ist der. Der nämlich mit aller Gewalt das am Leben erhalten will, was er dir suggeriert, dass du bist. Und damit kommst du aus dem Gefängnis nicht raus. Ja. Es ist, und sie werden in einen 1000-jährigen Feuersee geschmissen. Jetzt ist aber das 1000-jährige, diese Stelle, wenn man die hier preisiert, da steht 11. Das heißt unendlich lange. Zeit spielt nämlich keine Rolle dabei. Das täglich grüßt das Murmeltier endet erst in dem Moment, wo du dieses Prinzip verstehst. Und die Zukunft, wie gesagt, da kann ich 1000-mal sagen, das hörst du, das ist, dass du merkst, es ist kein Geist da beim Menschen, wenn ich sage, morgen, weil, sorge dich nicht um morgen. Warum? Weißt du, wie ich das gesagt habe? Ganz einfach, weil du Angst vor etwas hast, was morgen passieren könnte, obwohl dir klar sein sollte, dass morgen niemals irgendetwas passieren wird. In dem Moment, wo du dich jetzt um morgen sorgst, aufgrund dieser Sorgen versaust du dir das jetzt. Weil du schlaflose Nächte hast, heißt es dann. Dein ganzes Leben ist eine
keine schlaflose Nacht, sondern das genaue Gegenteil. Und erschaffe womöglich noch eine selbsterfüllende Prophezeiung mit diesen Sorgen. Jetzt, das war unser Thema am Anfang übrigens, bevor wir eingeschaltet haben, die selbsterfüllenden Prophezeiungen. Das ist immer wieder das Wiederholen. Wir gehen spazieren, ich mache eine raumzeitliche Geschichte mit der Marion und die Marion fokussiert sich und jetzt mache ich für Holofeeling Insider die alte Selbstgespräche, meine Rainer Michel Geschichte im Schlossgarten von Ellingen mit der Marlboro Schachtel. Sie sieht eine Maske am Boden liegen. Sagt sie plötzlich, hier überall sieht sie Masken. Und wir gehen, du, mir kommen keine Kilometer. Ich weiß nicht, wie viele Masken wir auf dem Boden gezählt haben. Ich sage, begreif doch endlich, was ich dir sage. Sobald du einen positiven oder negativen Fokus hast, vor allem der negative Fokus, spiele ich dir den immer und immer wieder ein. Du siehst einen Fehler, normal gesagt, innerhalb definiert von deiner Logik einen Fehler, was du nicht haben willst. Und ich sage immer, Fehler im Führerschein, du bist in einer Führerscheinprüfungsbogenwelt. Warum freust du dich nicht, dass dir das auffällt? Dass du siehst, das ist nicht in Ordnung. Ja, genau. Ja. Es wiederholt sich und es wiederholt sich. Würdest du dich freuen, jetzt nämlich, dass dir auffällt, dass du resonierst, negativ resonierst auf die Maske, die kurz auf deiner VR-Brille auftaucht? Weil es ist nämlich kein Unterschied, wenn ich sage, was ist Illusion und Halluzination? Was ist jetzt der Udo, den du siehst? Es ist erst einmal als Kollektion ein Monitor, ein Arrangement von winzig kleinen statischen Lämpchen, die flackern. Und das ist kein Finger und es bewegt sich auch nichts von rechts nach links. Das, was sich bewegt, ist dein Fokus. Aber dieser Fokus als Ding an sich ist schon auch was Ausgedachtes, weil du bist ja der Punkt. Das ist das Hauptproblem in der Quantenmechanik mit den Elektronen, die sich um die Protonen rumdrehen. Wenn wir jetzt nämlich den Spin eines Elektrons nehmen, das sich ja zweimal um die eigene Achse angeblich dreht, das ist jeder, der dir das erzählt, plappert geistlos irgendwas nach, was er in der Symbolik gar nicht verstanden hat. Es hat durchaus einen Sinn in meiner Schöpfung, sonst wird es gar nicht in dir auftauchen. Aber dieses Erklärungsmodell, wo ich immer wieder sage, wo du in der Schule lernst, und es ist gleichgültig, ob du Physik studierst, ob du Chemie studierst, H2O, oder ob du Religion, Theologie studiert hast. All diese Erklärungsmodelle, was die Worte bedeuten in den Heiligen Schriften. Und ich sage, eine Tora, ein Tenach, ein Koran, Upanishaden, was auch immer, Srimad Bhagavad Gam, sind heilige Schriften. Physikbücher, Chemiebücher sind heilige Schriften. Was da drin steht, stimmt in Bezug auf das Ganze. Aber nicht die Vorstellungen, die du aus diesen Worten oder Zeichen generierst, in Maßsetzung des geistlos nachgeäfften Geschwätzes deiner Lehrer und Erzieher. Ja. Das ist die Falle. Das ist der Punkt. H2O ist Wasser. Gott im Hebräischen oder im Christlichen ist El Hayom oder Al Hayim. Das ist jetzt eine Aussprache-Sache. Die Zeichen bleiben die gleichen. Das heißt, Gott das Meer. Das Meer ist Wasser. Jetzt beginnt unser Periodensystem in einem klaren Aufbau, zuerst einmal mit unserem Helium. Aber ich bleibe mal bei dem Wassermolekül H2O, das habe ich so oft gesagt, das sind praktisch zwei Wahrnehmungen, HWH, HWH, und die fangen zum Kreisen an. Das ist O. Das ist Wasser, blaues Wasser, sage ich, ist das Wasser, das du dir als Wellen vorstellst, und das rote Wasser ist eigentlich das, dieser Nullpunkt, aus dem es rausspringt, das Geistige. Wenn du das so angehst, wirst du feststellen, dass das nochmal ganz, ganz anders ist. Wobei im Periodensystem ich so oft darauf hingewiesen, dass das Hydrogenium kommt ja aus dem Griechischen und es schreibt sich Udor, Udor. Das H existiert im Griechischen nicht. Udor heißt Beröschelt, inmitten dieses Kopfes. Das ist natürlich nur ein Pixelmännchen jetzt, das ist kein Kopf. Jetzt wieder das Selbstgespräch, das letzte, wo dich so weggeflasht hat, dass ich immer wieder sage, das kann alles nur der wissen, der es erschaffen hat. Ja, genau. Jetzt kommt, dass ich das Zweite, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Verstehst du? Jeder Christ glaubt felsenfest, dass der Christus wiedergeboren wird. Wurde. Wichtig, wurde. Aber niemals wiederkommt. Und es gibt dann viele, die sagen, sie sind der wiedergeborene Christus. Das sind viele, werden in meinen Namen kommen, das sind alles Spinner.
Ja, was ist jetzt der Unterschied eigentlich zu dem Pixelmännchen, das du vor dir hast? Dass ich definitiv sage, der Christus musst du werden. Das Pixelmännchen ist nicht der Christus. Der ausgedachte Udo, egal ob er jetzt ein Pixelmännchen ist oder auf deiner Farbbrille auftaucht, ist einfach nur ein Gedanke von dir, der von dir erschaffen wird. Er ist ein Geschöpf, Ja. das aus dem entspringt, der immer ist. Aber immer ist der, der jetzt dieses Gespräch hört. Um den geht es genau, Ob der nur um den. Udo, den du dir ausdenkst, dieser blaue Brösel, Ja. ob der was hört, es wird für dich so sein, wie du glaubst, dass es ist. Ob jetzt der Holger dieses Gespräch hört, schau dir mal den Holger jetzt an. Meinst du, dass diese Pixelmen, ja, aber der Holger, der da außen ist, merkst du schon wieder, du brichst das zweite Gebot? Ganz hartnäckig, bei jeder Diskussion in einem Chat, all das ganze Geschwätz, das du mitmachst. Was nicht heißt, dass du es nicht tun sollst. Du sollst deine Rolle weiterspielen. Machst du das bewusst? Das ist der Punkt. Ja, Wie oft soll ich noch sagen, du sollst dich selbst beobachten? Beobachte dich. Dich meine ich jetzt nicht einmal die Person, die ist nebensächlich. Dich als Mensch, als Intellekt, als Konstrukt, Werte- und Interpretationssystem, beobachte, wie du auf Reizauslöser mit dieser Logik reagierst. Ja, das war gut. Jeden einzelnen Moment, beobachte jeden Moment, was in dir auftaucht und wie du reagierst und wie sich durch deine Reaktion im Hier und Jetzt deine Information verändert. Ja, genau. Sehr gut. Das ist das Prinzip. Da brauchst du kein Wissen dazu. Du brauchst Bewusstsein. Schon wieder verkehrt ausgedrückt. Du musst Bewusstsein sein, um das tun zu können. Und das kann man in jeder Sekunde selber mit sich Jede, trainieren. jede, jede, ein jeder Moment. Sekunde. Und da ist die Welle. Haben wir es wieder. Die kleinste Einheit, wo man sagt, kann man natürlich dann immer wieder noch mehr zurückkriegen. Und darum kann man das nicht oft genug hören. Stimmt, ja. Entweder tausende Male die Selbstgespräche ohne oder dass sich immer wieder selber klar machen. Das ist noch viel intensiver. Du kannst jetzt meine Hand nehmen, die ich dir reiche, oder du kannst wie ein Hund reinbeißen. Oder sie missachten. Das ist jetzt wieder, wie intensiv beschäftigst du dich damit? An deinen Zuständen, Gefühlszuständen und an deinen Umständen, wenn sich im Großen und Ganzen nicht viel, es ändert sich ja von Augenblick zu Augenblick, aber es werden sich immer wieder dieselben Facetten wiederholen, auch in einem größeren Zeitraum aufgespannt, wo ich sage, wenn du deine Zeitgeschichte studierst, schau hier, wer jetzt da dazu kommt, der Oberschwätzer. Lass dich einmal überraschen, wenn ich jetzt aus dir herauszauber, aus dem, der du jetzt zu sein glaubst, eventuell. Ja, nee, der hat wahrscheinlich bloß mit dem Handy angerufen. Na, lass mal's. Na, jetzt weiß ich, wen du Wer meinst. jetzt? Ja, es ist immer zu meinen, immer ein Gedanke könnte was wissen. Es ist immer derselbe Geist. Darum sage ich, zuerst einmal der Sprung, stehst du schon vom Bücherregal, das heißt, bist du ich? Oder bist du zumindest der, der jetzt ganz bewusst weiß, ich durchlebe jetzt ein ganz bestimmtes Leben und genau dieses Programm, dieses Buch, das ich zurzeit in mir laufen habe, nennen wir es lieber das Programm, das jetzt in mir läuft, das Buch, das ich in Händen halte, das schöne Beispiel mit 5 und 5, Ja, das war oh, ist top. 10. Und wenn wir jetzt das andere stufen, wo ich sage 1 und 4, 1 bis 4 ist 10, 5, 6, 7 ist 26. 5, 6, 7, 8 ist 26, wo wir jetzt Selbstgespräche eingegangen sind. Und jetzt müssen wir die 9, den Neo, müssen wir wie die 10 drüber stellen. Das ist nämlich nicht drüber, das ist Reih, heißt in Kurzform, die 9 ist rot geschrieben, der Spiegel. Ich sage immer, die 10 in den JHWH ist das Ist-Zeichen. H, W ist ja doppelt aufgespannt. H, WH. Aber dieses doppelt aufgespannte ist das Ist-Gleichzeichen. Das kann man jetzt umdrehen wie eine Welle. Das Wort ist dieser Akt. Die Longitudinale machen wir transversale. Dann ist die 10 in der Mitte, das ist der kleine Gott und der spannt sich in plus 5, minus 5 auf. Aber jetzt kannst du ja sagen, ja, plus 5, minus 5 ist ja 0.
Da steht ja 1 ist 0. Stell dir das bildlich vor. 5 und 5 ist 10. Ja, 1 ist 10. Ja, 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 ja. Das Unzeichen im Hebräischen ist es Waff. Mhm. Dann heißt es hier, wenn ich jetzt nicht vorher und nachher denke, sondern Plus und Minus denke, ist es 5 plus 5 minus, doppelt aufgespannt, W, H, W, H. Dieses doppelt aufgespannte wiederum hat einen Mittelpunkt und das ist das Ist-Gleichzeichen, die Nulllinie, wir machen ja das Longitudinale, haben wir weggemacht, wird jetzt praktisch das Longitudinale zusammengeschoben in einen Punkt und das ist die 10. 10 spannt sich, der kleine Gott spannt sich auf im Plus 5 und Minus 5. Ja. Okay? Und dieses 10 ist ein Bit. Da steht 1, 0. 1 ist gleich 0. Ja. Das ist der kleine Gott. Und das ist Bit, die kleinste Einheit. Wo ich sage, das ist unser Geistesfunken. Ich nenne Geistesfunken 10. Ja, ja, habe ich. Ja. Die 100er Ebene rot geschrieben ist ja der Adam. Mhm. Der bewusste Mensch. Das Gott, der Gott. Darum ist es noch ein kleiner Gott. Wenn ich jetzt die 100 mache, steht 1 unendlich da. Mhm. Aber 0 ist doch unendlich. Das heißt, der kleine Gott, die 10er und die 100er Ebene und die absolute 1 vorher, rot geschrieben, ist eigentlich eine Steigerungsstufe, wo ich sage, ein nicht denkbares, absolutes Uni wird zu einer 10, 1, 0, zu einem Bit und dann zu 1 unendlich. Was dann wieder die absolute 1 ist. Jetzt machen wir dasselbe in der Stufung 1, 2, 3, 4. Das ist 10, das ist der kleine Gott unten. Und in dem tauchen jetzt 5, 6, 7, 8 zusammengezählt die 26 der Jahwe auf. Haben wir wieder 10 und 6. Jahwe ist JHWH. Das ist jetzt das Ganze, das ist die Synthese zwischen plus 5, minus 5 dieser 10. Das denken wir uns jetzt ja aus. Mhm. Im Hintergrund ist jetzt die 10. Mhm. Das wäre jetzt die 0 und das wäre die 1 als Jahwe, dieser eine Herr. Mhm. Und jetzt haben wir aber hinten in unserer einer Reihe ja noch die 9 stehen. Das ist der Spiegel, das genau in der Mitte, der Wasserspiegel. Kannst du folgen? Ja, Wahnsinn, das ist der Wahnsinn, ja. Ja. Nein, das ist göttlich. Ja, das ist immer dasselbe Problem. Ihr sagt, das ist der Wahnsinn. Wahnsinn, Materialismus ist Wahnsinn, Religion ist Wahnsinn, Ego ist doppelter Wahnsinn. Das ist göttlich. Ja. Gott, ich habe doch gesagt, G-O, machen wir G-Waff. Geist verbindet TT, zwei Spiegelungen oder zwei Erscheinungen. Übrigens, die TT ist die 800. 400, 400 ist 800. Die 800 ist dieses End-P. Ja, ja. Patcher, von rechts nach links gelesen in der Dora, die ersten Zeichen, wenn man hier ab diesen ersten Zeichen dann alle folgenden Zeichen nach dem Bereshit. Wenn wir alle Zeichen zusammenfassen als Weisheit, die 800. Mhm. 80 ist ja Wissen, 800 ist das Endwissen rot geschrieben. Mhm. Das ist 800. Das ist TT, 400 und 400. GO, als G-Waffas, der Geist verbindet alles in der 800. Steckt überall drin. Es steckt überall drin. Ich muss das Bild nochmal für eine, die es nicht verstanden haben. Dein Beginnen. Müssen wir da bloß nochmal hochfahren. Das ist das hier. Das ist in der ersten Holoarithmetik, in dem größeren Holoarithmetikbuch, wo ich ganz einfach P, dieses NP steht für die göttliche Weisheit. Mhm. Göttliche Weisheit, das ist die Weisheit und das J am Ende im Hebräischen, der kleine Gott, die 10. Das heißt, ist als Suffix gelesen, Hebräisch geschrieben, hast du es ja mein Wissen, rot geschrieben, rotes Wissen ist Weisheit. Mhm. Im Anfang von Gott, von diesem Nichts, Dual, Le'em heißt auseinandergeschmissene Gestaltwerdung von raumzeitlichen Erscheinungen. Mhm. Stehe, die Ehe ist, dass jetzt die Quintessenz, okay, zwei E sind, E ist E Quadrat, ja. Mit der Quintessenz in der Mitte. Ich, UB, da steht jetzt Ich, Udo, BT, Shin, R, Ich, Udo, Becher. Mhm. Rot geschrieben, ich nenne es, ich spreche jetzt das nur aus, das als Ding an sich gibt es nicht. Kann man natürlich blau machen, dann kriegst du jetzt diese Weisheit des Immersein ist der Logoskopf. Wenn wir es blau lesen, ist es das Pott. Das ist übrigens die Scheide. Die weibliche Scheide, hast auch Brockenbissen, eines blauen Schinar.
Müssen wir bloß jetzt anschauen in Rot-Blau. Im Anfang befindet sich meine göttliche Weisheit wie in, ich hätte lieber im P, in diesem NP. Das ist die Weisheit in der kompletten Weisheit. Wenn man das erste Wort der heiligen Dora genauer betrachtet, erkennt man, das steht immer für Geist, alle Zeichen befinden sich in diesem Beroshit, in diesem P. Ich sage jetzt, die ganzen Zeichen zusammengeschoben sind die Weisheit Gottes. Und vor dieser Weisheit Gottes steht es inmitten dieses Kopfes. Bist du dabei? Voll dabei, Udo. Und jetzt ist es, das ist ja Evan Kröder geschrieben, das P am Anfang, heißt im, und jetzt mache ich das, was von rechts, das ist ein R, das ist ein Elef, das ist ein Shin, das kleine J, mach jetzt, das ist ja Gott, das ist der große Gott. Das ist das Immerseiende, und in diesem Wissen, in dieser Weisheit, das sind alle Zeichen verbunden der ganzen Dora, der ganzen Reihe. Da steht Petschalz am Anfang. Yeah. Und darum sage ich, ich UB bin Alpha und Omega, Anfang und Ende des lebendigen Adam. Ich bin ewiger Mensch, UB und sterbliches Lebewesen, aufgespanntes Wissen. Yeah. Fragen? Hammer. Jetzt das zusätzlich auch noch, das Wort Petschaft, Siegel heißt. Ja, yeah. Der Sieg Gottes. Der Sieg Gottes. Ja, genau. Das heißt, wie viele Beweise wollt ihr? Und ich kann immer nur dazu sagen, es geht nicht um den Menschen, den Brösel, den du dir ausdenkst, in dessen Form ich in deinem Traum in Erscheinung getreten bin. Darum sage ich, wenn man jetzt irgendwelche, ich könnte mir jetzt einen Fanatiker denken, der sagt, oh, so wie bei Politiker, mir fällt jetzt John F. Kennedy ein, der den Udo abknallt. Den Udo wäre das vollkommen gleichgültig. Ich kann nicht sterben, ich bin schon tot. Ich bin schon so viele. Holo-Feeling heißt das Gefühl, alles zu sein. Ich bin übrigens auch du. Jetzt musst du bloß begreifen, bist du schon ich? Soll ich es nochmal auf den Punkt bringen, in ganz einfachen deutschen Worten? Wahrlich, ich sage dir, ich bin jetzt in dir. So wie du in mir bist. Ja. Und ich, JCH Rot, und du, JCH, ICH Rot. Wir sind in UB. In unserer Vater. Trinität. Jetzt ist immer wieder die Stufungen, was ich wie mit diesen Ichs. Das ist der absolute Höchststand von Wissen ist Weisheit. Die Zusammenfassung aller Religionen, aller Denksysteme in ein einziges großes System. Ohne Worte. Also ich kann nur... Es ist ohne Worte. Ich sage, jedes Wort, das wir aussprechen, zerstört das Ganze. Aber das Schöne ist, kann man was entheiligen, ohne das zu entheiligen? Wird das heilige Meer Gott entheiligt, wenn er Wellen aufschmeißt? Da ist ein kleiner Trick dabei. Er macht es immer so. Plus 5, minus 5. Plus 10, minus 10. Plus 3, minus 3. Hüben 3 und drüben 3. Gespiegelt. 8. Ja. Die 3, wieso beginnt das Wort 3 eigentlich mit einer 4? Wieso hat das griechische Zeichen für 3 sieht aus wie ein Dreieck, obwohl es im Zahlenwert 4 ist? Weil an dem Dreieck eine Seite etwas dicker geschrieben ist. Das ist diese nicht denkbare vierte Seite. Wieso heißt wieso? Jetzt kommen die Fragen des Kindes. Frag nicht so dumm. Da fällt mir jetzt meine kleine Geschichte wieder ein. Papa, wer hat eigentlich das Glühwein erfunden? Ja. Papa, der Vater ist ja immer gescheiter wie das Kind. Wer hat eigentlich die Glühwein gefunden? Das war Thomas Alfas Edison. Du kennst die Geschichte. Ja, klar. So eine gute Frage. Papa, sind Väter immer gescheiter wie ihre Kinder? Der Papa sagt ja. Plötzlich sagt der Kleine, wieso hat er nicht Thomas Alpha Edisons Vater die Glühbirne erfunden? Genau. Zu gut. Im geistigen Bereich sieht es so aus, dass das eigentliche absolute Nichts gar nichts erfindet. Ich sage immer wieder, die Gnade selber, die mir symbolisieren mit Geist, lässt alles mit sich machen. Ja. Das Spiel beginnt erst mit der Trinität. Gnade, Form genau. Und Dozer, Former. Du brauchst ein blaues Ich.
Der Computer braucht Programme und Daten. Ja, genau. Das heißt, ohne Intellekt bist du Geist, ein Geist, der zwangsläufig nicht träumen kann, so wie ein Computer ohne Programme und Daten keine Bilder erstellt. Der lebt nicht, der kann nicht arbeiten. Ja, genau. Das ist genau die Trinität, ist der Computer als heiliger Geist gesetzt. Die Programme und die Daten sind der Jozer und das, was auftaucht auf dem Bildschirm, das ist die Form definitiv. Jetzt lassen wir es gut sein. Klasse. Kannst du nochmal anhören. Bis gleich. Ja, auf jeden Fall. Ciao. Bis gleich. Ciao.